Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K18 Evoverse Mode aka The Universe Mode. Ich habe in der letzten Folge einen Fehler gemacht und zwar habe ich ganz vergessen, ich habe ja angekündigt, ich werde euch mal zeigen, was diese Symbole zu bedeuten haben. Ich gucke mal, ob ich es hier gerade finde. Bei Braun Strowman müsste auf jeden Fall was sein. Die wollte ich euch hier einblenden, ich habe aber leider nicht mehr dran gedacht, weil die Folge halt auch so lang ging. So, hier Braun Strowman. Hier seht ihr die Statuseffekte. Da seht ihr mal, was das alles bedeutet. Also ich werde das hier jetzt wieder so im angemessenen Tempo drüber laufen lassen, damit ihr das Ganze mal sehen könnt. So, hier ist guter Lauf zum Beispiel. Das, was Braun Strowman seit 7 Wochen hat. Der Athlet ist durch einen großen Sieg begeistert. Alle Attribute steigern sich um 1. Und deswegen hat er auch ein 100er Rating. So, was haben wir noch? Einen schlechten Lauf, den gibt es eben, das ist das, was Kane hatte, abgelenkt, der Athlet wird abgelenkt und so, ausgelöst durch Rivalitätsmatches, fokussiert, beeinflussbar, unberechenbar, stur, ehrgeizig, selbstbewusst, dann haben wir Schwung, kommt richtig fahrendes hoch, motiviert, jedes Mal gewährt, wenn der Athlet 2 Matches nacheinander gewinnt, alles klar. So, dann haben wir leichte Kopfverletzung, leichte Rumpfverletzung, leichte Armverletzung, leichte Beinverletzung, schwere Kopfverletzung. Wo sind wir? Dann haben wir die schwere Rumpfverletzung, schwere Armverletzung. Ihr könnt ja dann alles lesen, was da so die Bedingungen sind. Also einfach dann, wenn ihr das wisst, mal einfach mal auf Pause drücken. Dann könnt ihr euch das genau durchlesen. Noch eine schwere Beinverletzung und hier die kritische Verletzung. Und dann treten die wohl nur noch in Rivalitätsmatches auf. Naja, das war's für den Teil. Und noch etwas. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ich die Tag Team oder die Tag Teams bei NXT und TXM auftreten lasse, weil ja bei TXN nur 2 Tag Teams waren. Dann ist das ein bisschen langweilig, wenn es dann da nur 2 Teams gibt, die in den Tag Team Titel fehlen. Und die meisten von euch, auch auf Discord, haben sich dafür ausgesprochen, dass die Tag Team Division auch zusammengelegt wird. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, weil mit eben, wie gesagt, nur 2 Teams bei einer Show ist das hart langweilig. Und zumal die Authors of Pain, das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die haben nämlich richtig für Action gesorgt. Die haben nämlich einfach mal alle Teams, alle 9 bei NXT attackiert und jetzt sind sie wieder zurück und ich bin mal gespannt, ob sie damit weitermachen werden. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was heute bei Raw passiert. Und dann haben wir direkt mal Heath Slater und Rhino gegen The Club. Raw beginnt! So, Heath Slater und Rhino gewinnen. Hä? Ah, nee, doch, alles gut. Prince X und Bo Dallas gegen Goldust und Hideo Itami. Was auch immer die 2 miteinander zu tun haben. Aber was soll's. Aber da wurde sich auch eingemischt. Hier! Revival sorgt direkt mal für Action. Und haut einfach mal Goldust und Hideo Itami raus. Und dadurch haben die sich irgendwie. Hä, Moment. Wer ist denn jetzt hier verschwunden? Doch, Goldust und Hideo Itami. Und dafür Curtis Axel und Bo Dallas. Warum auch immer. So, Braun Strowman gegen Kane. Hat Kane gewonnen. Und dadurch haben wir hier tatsächlich mal Veränderungen bei Kane. Unfassbar. Kane aber immer noch 4. im World Championship Ranking. The Miz hält eine Promo. Und wird von Bray Wyatt unterbrochen. Aber er behält die Oberhand, so wie es aussieht. Und er hat tatsächlich eine Fehde mit Finn Balor und Bray Wyatt, so wie es aussieht. Aber Bray Wyatt nur eine mit The Miz, also, ja, das ist doch eigentlich echt, das finde ich interessant, die 2. Asuka gegen Paige, hat Paige gewonnen. Und die ist auch wieder 2. im Ranking. So, was war noch? Brock Lesnar gegen Samoa Joe. Hat Lesnar gewonnen und jetzt hier wieder Hauptkampf. Tag Team, Shield gegen The Bar und das hat The Shield gewonnen. Irgendwelche Veränderungen? Nee. So, und damit ist Raw schon wieder rum. Dann schauen wir mal, was uns bei SmackDown erwartet. So, damit sind wir hier wieder. Dann schauen wir uns mal die News an. Aber irgendwie bei Raw kommen keine News. Was ist hier los? Warum stehen bei Raw keine News? Ich weiß es nicht. Raw scheint irgendwie nicht so interessant. Ja, wir schauen uns aber auf jeden Fall nochmal die Championship-Rankings an. Das habe ich ja gesagt in der letzten Folge. So, Roman Reigns, Braun Strowman, John Cena, Finn Balor, Kane, The Miz, Samoa Joe, Seth Rollins, Dean Ambrose, Brock Lesnar, Elias, Jason Jordan, Curtis Axel und Kurt Hawkins. Der wird wahrscheinlich immer auf Platz 13 bleiben. Dann, was haben wir noch? Hier Brock Lesnar,
da wart ihr ein bisschen zweigeteilt. Da habe ich ja auch gefragt, ob ich denen hier den Titel abnehmen soll. Und irgendwie war es 50-50, deswegen habe ich gedacht, ich lasse Lesnar mal den Titel. Zumindest so lange, bis er vielleicht mal Hauptherausforderer ist um den Universal-Titel. Und sollte er den gewinnen, dann wird Lesnar auf jeden Fall diesen Titel ablegen. Dann ist es Hauptherausforderer Bray Wyatt, Hideo Itami schon auf 3. Interessant. Ja, Kurt Hawkins auch hier auf dem letzten Platz. Was haben wir hier? Alexa, Asuka, Paige, Bayley, Sasha Banks, Nia Jax, Mickey James. Ey, wie viele Frauen hier sind? So, Tag Teams. Titus Worldwide. Die haben jetzt übrigens Dana Brooke. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Dana Brooke mittlerweile auch zu denen gehört. Ich habe sie einfach mal dazu gepackt. Aber gut, das wäre Raw gewesen. Und damit machen wir mal weiter. SmackDown. Mal schauen, was uns heute so erwartet hier in der Show. Ich habe Angst. Oh je, oh je, oh je, oh je. Show beginnt. Yo, SmackDown. Na, schauen wir mal. Dolph Ziggler gegen Bobby Roode. Unentschieden. No Contest. Warum auch immer. Alles klar. Eine Promo habe ich. Ich will keine Promo. Der Hergi ist auch nicht da. Was ist hier los? Ist ja voll langweilig heute. Ah, dann gibt's. Warum sind denn hier nur Tag Team Matches heute? Wir hatten das hier gebuckt. Guckt euch das an. Nur Tag Team Matches. Ich kann nicht mal irgendwo angreifen. Hier hätte ich eingreifen können, das ist ja sinnlos. Tja. So, Victor und Connor haben gewonnen. Oh, hier haben sich auch eine neue Rivalität gebildet. Dann Rusev und Aiden English gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Xavier Woods und Kofi Kingston gewinnen gegen Fandango, Tyler Breeze. Jey Uso und Jimmy gegen Shelton und Chad Gable. Tatsache, es gewinnen mal Shelton, Benjamin und Chad Gable. So, Charlotte und Natalya. Gewinnt Charlotte. Die holt, glaube ich, garantiert ihren Titel zurück. Gehe ich fest von aus. So, und dann kommen wir mal zu meiner glorreichen Promo. Also wie gesagt, damit habe ich heute, steht schon mal fest, dass ich kein Match habe. Aber das ist ja, glaube ich, nicht schlimm. Also ich habe zwar letztes Mal gesagt, es wird immer ein Match geben, aber dadurch, dass jetzt eben noch eine Show wieder dazugekommen ist, finde ich auch, gerade unter dem Aspekt, wenn ich jetzt noch wieder eine Woche dranhänge, dass die Folgen einfach viel, viel, viel zu lange werden, weil ja einfach ich auch berücksichtigen muss, dass sich von der Länge her jeder die Show angucken sollte und dass da einer nicht dann so quasi 2-3 Tage braucht, um sich mal eine Show anzuschauen, weil es kommen ja jeden Tag neue Folgen, deswegen gibt's dann leider auch mal so Fälle, aber ihr seht ja dann eben auch quasi die Entwicklung von quasi euren ja, Wrestlern. Und deswegen ist ja nicht so, dass hier nichts passiert. Auch wenn es mir natürlich anders lieber gewesen wäre. Weil die Promo wird ja auch hier ein bisschen dauern, gehe ich mal von aus. Das war ja beim letzten Mal auch so. Aber vielleicht werden wir unterbrochen, das kann ja auch sein. Vielleicht kommt ja der Hergi, die alte Wutz hierher. Und will uns hier irgendwie, keine Ahnung, blöd anmachen. Nur weil er jetzt mal so Glück hat an einem Tag und uns besiegt hat. Nur weil ich dann nach dem Vogel geguckt habe, nach der Eule, die da vorbeigeflogen ist. Genau die Eule, die auf meinem T-Shirt drauf ist. Die ist nämlich da geflogen, deswegen war ich abgelenkt. Weil ich meine, das kommt ja nicht oft vor, dass mal so eine Eule durch eine Arena fliegt. Und das hat mich irritiert. Der Hergi macht Mindgames. Oh, das hier. So, ich muss euch sagen, mir geht in letzter Zeit einiges durch den Kopf. Alles war auf Kollisionskurs und es war nur eine Frage der Zeit, bis es kracht. Aber wenn es sein muss, dann ist es auch kein Problem. Ich kann es mit allen aufnehmen, was sich mir in den Weg stellt. Also ein Sonntagsschüler könnte mich nicht schlagen. Ich betrachte die Video als Chance, mal wissen. Ich bin kein Clown. Da muss ich den Verstand von anderen. Ah, okay. Da ist schon irgendwie lächerlich. Ich bin über den Punkt hinaus, an dem ich mich irgendwem beweisen muss. Ich habe in diesem Ring ganze Kriege ausgefunden. Ich habe ja alles gegeben, was ich habe. Und dann kommt dieser Kerl daher und meint, er könnte mich einfach zu überrollen. Er müsste den Verstand verloren haben. Das kommt, ey. Das muss jetzt Hergi sein. Das wird so passen, ey. Der Typ hat sich weit nach oben geschlängelt. Ich muss da einen Schein treffen. Sag, was du willst, aber sag es mir ins Gesicht. Der wird nicht ungeschoren davonkommen. Ich warte, oh AJ Styles, schade. Ich warte nicht länger, niemand zieht solchen Scheiß mit mir ab und kommt ungeschoren davon. Jetzt sollte lieber jemand AJ Styles hier rausholen, denn sonst gehe ich hinter die Bühne und schleife ihn hier raus. Kommt er? Wer kommt? AJ Styles. Bin ich jetzt eh unbeliebt? AJ Styles.
AJ Styles. Na? Phenomenal One? Sabbeldi, Sabbeldo, Sabbelda. Hält er jetzt endlich mal die Klappe? Tja, ich schätze, das spielt auch keine Rolle mehr, denn jetzt bin ich hier draußen und alle wissen, dass ich das Reden liebe. Ich glaube, das ist gut. Ah, das war okay. Ich weiß deinen Wunsch nach einem kleinen Gespräch mit mir und durchaus zu schätzen, aber du verstehst eindeutig nicht, wie tief das Loch ist, das du dir selbst gräbst. Meine Geduld ist begrenzt, insbesondere dann, wenn jemand wie du hier rauskommt und mich unterbricht. Also komm zum Punkt und zwar schleunigst und sorge ich dafür, dass du es noch bereust, hier rausgekommen zu sein. Oh, aber warum jammerst du denn immer noch, Schlabberbacke? Hast du das Universum nicht gehört, als du hier rausgekommen bist? Die Leute sind bereit, so richtig auszuflipfen, Babe. Baby, und ich bin sauer. Aber die Frage ist ja, wie steht's mit dir? Ich würde eigentlich spontan das erste nehmen. Ja. Okay, hätte ich das nicht mal verbraten worden. Warte mal einen Moment, lass mich kurz auf meinem Terminplan schauen. Wollen wir mal sehen, was heute auf dem Plan stand? Ins Fitnessstudio gehen, erledigt. In die Arena gehen, erledigt. Ah, hier ist es. Ein ausgewachsenes Plappermaul windelweich klopfen, wenn es nicht die Klappe hält. Genau deshalb bin ich heute hier und du kommst super pünktlich. Das war's. Ich habe es einfach satt, dir zuzuhören. Ich hoffe, das Management kann mich hören, weil ich nämlich ein Match gegen dich will. Mir egal wann, aber je früher, desto besser. Ich werde dir eine Lektion darüber erteilen, was passiert, wenn man mich wütend macht. Ich bin derjenige, der wütend ist, der Verärgerte. Ich bin waxed, Junge. Schau mal nicht hier mein Trademark. Ich weiß es nicht. Oh. Ah, okay. Das war auf jeden Fall okay. Wir betreten ein gefährliches Terrain, denn es juckt mich nicht, ob ich mich in diesem Ring, in der Umkleide oder bei einer Prügelei quer durch die ganze Stadt stellen muss. Auf die eine oder andere Art und Weise werden wir beide gegeneinander kämpfen und das wird eine Keilerei für die Ewigkeit. Du kamst früher hier raus und hast alle guten Tage verflucht. Ich gebe es ja sogar zu, ich habe dich früher respektiert. Du warst eine Inspiration für das WWE-Universum. Und ich habe dich als meinen Freund betrachtet, aber schau dich jetzt mal an. Wer bist du denn überhaupt noch? Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst, Mann. Ja, ja, bla bla. Ah, okay, sehr gut. Und das ohne Hilfe. Ich verrate dir, wer ich bin. Ich bin der Typ, der dich stürzen wird. Sag über meine Vergangenheit, was du willst. Eines steht jedenfalls fest. Ich habe eine Menge Hindernisse überwunden. Und bei dir ist das nicht anders. Warum machst du da nicht einmal einen Schritt nach vorn? Oh, ich darf noch was. Ich mag Raufbolden nicht. Dann nehmen wir das. Ha, guckt euch diesen Promo an. Ich habe gesagt, was ich hier draußen sagen wollte. Du weißt jetzt, warum ich hier bin. Und wenn du nicht bereit bist, da mitzumachen, können wir uns diese ganze Charade auch gleich sparen. Ich verschwende nie meine Zeit und ich lasse auch nicht zu, dass du sie für mich verschwendest. Ey, so eine gute Promo habe ich lange mehr. Fast komplett voll. Fast komplett voll. Und jetzt? Tja, der AJ. Keine Schlägerei. Einfach Respekt. Ich denke mal, damit steht das nächste Pay-Per-View-Match fest. Könnte zumindest sein. Alter, die Promo war echt gut. Wobei man ja auch dazu sagen muss, es ist ja wirklich auch in der Realität so, dass der Champion nicht jedes Mal auftritt. Also deswegen finde ich es auch okay, wenn ich mal nur eine Promo habe. Dann machen wir mal weiter, weil jetzt kommen wir zu NXT. Jetzt seid ihr wieder dran. So, News des Tages. Was haben wir hier noch so? Vierte Woche. Oh, da sind mehrere Sachen. Bobby Roode stürmte in den Ring und ging auf Dolph Ziggler los, um seinen Frust mit einem Angriff auf seine Rivalen Luft zu machen, auf seinen Rivalen. Der Ringrichter konnte die Superstars nicht im Zaum halten und hat das Match, und das Match wurde abgebrochen, aber der Kampf ging weiter. Ein Kampf zwischen Charlotte und Natalya nach ihrem Match. Hä? Ein Kampf brach zwischen Charlotte und Natalya nach ihrem Match aus und endete mit einem riesigen Knall durch einen Tisch. Ihr Championship-Match wird entsprechend zu einem Tables-Match geändert. Ah, das ist doch mal nice, was du hier... Hier bei SmackDown ist wenigstens richtig was los. Das ist ja gar nicht so langweilig wie
Wie Raw. So, na gut, damit kommen wir mal. Halt, nicht vergessen. Championship Ranking. AJ Styles Hauptherausforderer. Jinder Mahal, Randy Orton, Kevin Owens, Shinsuke, Sammy, Dolph, Herginator auf 8, Rusev, Valenti, Mojo, Big E. United States, der Hergi Hauptherausforderer. Guckt's euch an. Warum ist denn der. Hä? Dann müsste der Champion doch gewesen sein, wenn der hier vom Ranking abgestürzt. Macht doch gar keinen Sinn. Sami Zayn, Rusev, Valenti auf Platz 4, Baron Corbin, Ty Dillinger, Kevin Owens, Aiden English, Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal, Bobby Roode, Mojo Rawley, Xavier Woods, Zack Ryder und Sin Cara. So, dann hier die Frauen. Charlotte, Becky, Naomi, Ruby Riott, Tamina, Carmella. Und die Tag Teams. New Day, Breezango, Ascension, Benjamin und Gable, The Colons, Owens und Zayn. Oh, dass die so schlecht sind, wundert mich. Aber Rusev und English, die Bludgeon Brothers, leider nur auf 8. Na gut. Das war dann SmackDown. Damit gehen wir zur nächsten Show. NXT, ihr seid dran. Zumindest der erste Part von euch. Und los geht's. Direkt mal hier. Oh, Trance ist hier. Im ersten Match gegen Ty Dillinger. Trance weiß ich, weil der ist derjenige, der mich an Braun Strowman erinnert. So. NXT, Drew McIntyre gegen Trance und es hat Trance gewonnen. Ember Moon, Peyton Royce und hier haben wir das jetzt wenigstens. Die vier Damen in einem Fatal 4-Way-Match. Peyton Royce gewinnt das. Alexander Wolf gegen Roderick Strong. No Way Jose gegen Cassius Ohno. Hier sind ja irgendwie kaum Abonnenten dabei heute. Minato Asmodeus gegen Aleister Black. Hat Minato gewonnen. Eric Young und Killian Dane gegen Destroyer und den Tiger. Und das hat Eric Young und Killian Dane gewonnen. Und irgendwelche Veränderungen großartig? Nee, sieht nicht so aus. So, ach, da ist der Hauptkampf noch. Jack White und Cecil gegen Shane Thorne und Nick Miller. Und das hat hier Burning Ice gewonnen. Irgendwelche Veränderungen? Scheint auch nicht so. Alles klar. So, da schauen wir uns mal die News an, ob da irgendwas ist. Nö, irgendwie nichts passiert. Eric Young und haben versucht, Tigers Partner Destroyer auszuschalten, indem sie vor ihrem Titelkampf Backstage angegriffen haben. Aber nicht gut genug. Also auch irgendwie nichts Wichtiges bei NXT diesmal passiert. Championships schauen wir uns auch nochmal an. Was ist denn mal einer hier von euch? Leon the Kid? Minato Asmodeus? Friends? So, achso, Singles gibt's ja nicht. Ja, NXT. Damen. So, und hier sehen wir es jetzt. Der Tag Team Titel Authors of Pain, Herausforderung Nummer 1. TM61, Burning Eyes auf Platz 3. Let's Locate the Kings. Ja, und da seht ihr auch, dass das einfach keinen Sinn gemacht hätte, wenn wir die Tag-Teams auf zwei Shows aufgeteilt hätten, bei nämlich nur 5 Tag-Teams, die wir hier haben. Na gut, damit kommen wir mal zur nächsten Show, 205, 205 Live. Da haben wir es. Heute Abend geht's los. So, Cedric Alexander gewinnt. Enzo Amore gewinnt. Ein Rivalitätsmatch. Kalisto gegen Jack Gallagher. Jack Gallagher gewinnt. Ich weiß ja, diese Symbole, das muss ich mir echt ausdrücken, sonst werde ich das nie merken. TJP gewinnt gegen Brian Kendrick. Oh, da gibt es eine neue Rivalität. TJP und Brian Kendrick. Neville, Mustafa Ali, Linz Dorado und Tony Nese. Hat Linz Dorado gewonnen. Ja, und damit ist 205 live rum. So, was haben wir hier bei den News? Ist da was passiert? Akira Tozawa hat es Jack Gallagher heimgezahlt. Alles klar. Dann nochmal Championship, aber da gibt es ja sowieso nur einen. Hier Kalisto, TJP, Jack Gallagher, Akira Tozawa. Ja, sind ja nur hier 14 Stück. Was? Neville ist auf Platz 14? Was ist da los? Na gut, nächste Show. TXN steht an. Da haben wir es. Und Extreme Rules, Leute. Wir haben heute noch eine Show. Wir haben noch ein Pay-Per-View. Ich dachte, es ist schon rum. Habe ich ja gar nicht gesehen. Sehr cool. Wird's ja doch ein bisschen länger. Alles klar. TXN geht los. Show beginnen. Und hier sehen wir direkt mal ein düsteres Match, Leute. So, NXT, beziehungsweise TXN. The Demon Raptor gegen Easy. Hat Easy gewonnen. Amber Moon hat eine Promo. Wird von Billy Kay unterbrochen. Und Billy Kay gewinnt die Promo. Lars Sully und Justin Nix und Alex Steele. Alex Steele ist endlich da. Grüße gehen raus an den Pascal. Hat er immer. Und er gewinnt sogar direkt mal. Alexander Wolf gegen Jordy.
hat Alexander Wolf gewonnen. Eric Young, Killian Dane, also hier Sanity, da wird diese Fehde weitergeführt gegen Nick Miller und Shane Thorne. Nick Miller und Shane Thorne haben gewonnen. Mr. Mixeroyd gegen Harrison RJ, hier ist die Rivalität. Die zwei sind neu dabei und haben direkt eine Rivalität miteinander. Also da könnt ihr sehen, wie schnell sowas gehen kann. Weil einige, glaube ich, denken, dass das ewig dauern kann, bis die mal in die Shows kommen. Aber die zwei sind eben neu und direkt mal hier in der Rivalität gegeneinander. So, Mr. Mixeroyd. Ne, Mr. Mixeroyd oder so, wahrscheinlich eher ausgesprochen. Hier sehen wir die Änderung. World Championship Ranking einfach mal auf 12 hochgeklettert. So, und dann haben wir noch Akon Razor gegen Michael Lehnerer und Kevin Miller im Hauptkampf. Also die Rivalität läuft auf jeden Fall. Und ihr müsst ja auch bedenken, wenn ihr jetzt noch nicht vorkommt, es gibt ja momentan Rivalitäten hier. Sobald die rum sind, gibt es ja auch wieder neue. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Dann mit den Rivalitäten, das möchte ich mich auch auf jeden Fall zeigen. Und hier, die zwei haben mal schön gewonnen hier. Lassicade. Alter, wie viele Feinde die haben hier, die Office of Pain. Und hier die einfach, warum sind das keine Feinde von denen? Die werden von denen attackiert, aber Hauptsache sind keine Feinde. Na gut, so, damit ist TXN rum und dann kommen wir zum Pay-Per-View. Judele, jetzt aber nochmal hier die News. Gibt es da irgendwas? Vierte Woche, ja. Harrison AJ hat Mr. Mixeroyd, hat es Mr. Mixeroyd heimgezahlt. So, Championships, sollte wahrscheinlich auch hier Lars Sullivan, Eric Young, Hauptherausforderer. Den nehme ich raus. Den nehme ich definitiv raus, genauso wie Killian Dane. Das sind nämlich Tag Team Champions. Die nehme ich hier auf jeden Fall raus aus der Liste. Das machen wir auch direkt. So, wie geht denn das hier? Bearbeiten. Wenn das Tag Team Champions sind, dann fliegen die hier raus. Das habe ich nämlich generell so gemacht. Alle, die in Tag Teams stecken, die werden hier im Single Titel nichts zu suchen. Hier ist auch schon eingestellt bei Alexander Wolf. Müssen wir noch Killian Dane finden. Weil das ist ja, nee, 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 das gibt's hier nicht. So, jetzt gehen wir auf Championships. Und da sieht das schon ganz anders hier mal aus. Halt, Shane Thorne und Nick Miller. Für die gilt das Gleiche. Eieiei. Ich extra hier, Mann, damit ihr seht, dass ich das mache. Weil das ist ja ein Tag Team, die zwei. Alles hier in den Folgen gemacht. Weil ihr sollt ja was davon haben. So, noch irgendeiner hier. Sieht nicht so aus. So, Women's, das ist eigentlich uninteressant. Hier Tag Team Champions. TM61, Burning Eyes. Ja, 5 Stück. Mehr haben wir ja nicht. Also, alles klar. Und damit ist TXN rum. Und wir, ja, schauen uns Extreme Roots an. Ich hoffe, dass ich hier wenigstens ein Stipulation-Match habe. Nicht, dass das so dumm ist wie in der Karriere, aber ich habe gute, beziehungsweise würde ich es auch ändern. Extreme Rules wird hier definitiv ein Extreme Rules-Match. Und ja, heute Abend legen wir mal los. Oh, hier haben wir Rivalitäten am Start. Ist das ein Doppel-Pay-Per-View? Oder ist der jetzt wieder nur für Raw? Das scheint wieder nur so ein blöder... Ne, hier ist SmackDown. Okay, alles klar, beide vertreten, sehr gut. So, Extreme Rules, was haben wir? Steve, genau. Bin ich hier auch? Was ist das denn? Warum habe ich denn kein Match hier schon wieder? Aber Hauptsache John Cena kriegt eine Promo. Was ist das für ein Bullshit? Kann ich das nicht verändern? Nein, ich will das nicht verlassen. Ja, komm, dann ist das jetzt halt so. Wofür hatten wir dann die Promo gehabt? Ich glaube, hier sind einfach zu viele Rivalitäten am Start. Und deswegen haben wir hier kein Match. Es ist ja nicht mal das andere Haupt-Championship-Match. Aber Hauptsache John Cena hier am... Ey. Ein Witz, ein Witz, ein Witz. Naja, Sheamus gegen Cesaro. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Rivalität. Wird langsam echt Zeit. Wer hat denn hier gewonnen? Oh, The Bar hat den Titel verteidigt, so wie es aussieht. Braun Strowman gegen Kane. Die haben auch... Ey, diese Rivalität geht viel zu lange. Die ist viel zu bedeutungslos, aber ich glaube, das müsste ja auch bald rum sein.
Gewonnen. Braun Strowman hat gewonnen. Shelton Benjamin gegen Chad Gable. Quatsch, Shelton Benjamin und Chad Gable gegen die. What? Es gibt einen Titelwechsel. Es gibt neue SmackDown Tag Team Champions. Asuka gegen Paige. Hat Paige gewonnen. Charlotte gegen Natalya. Natalya behält den Titel. Und damit sollte es jetzt doch definitiv mal eine neue Hauptherausforderung geben. Bobby Roode gegen Dolph Ziggler. Es gewinnt Dolph Ziggler. Aber wie kommt denn der? Der ist, ach so, wegen der Rivalität. Der ist eigentlich nämlich in dem Championship hier auf Rang 11. So, John Cena wird von Roman Reigns unterbrochen, warum auch immer. Ja, und behält aber trotzdem in der Promo die Oberhand. Hätte mich auch anders gewundert, wenn Roman Reigns die Promo gegen John Cena gewonnen hätte, wenn man sich mal die Realität anguckt, was John Cena am Mikrofon drauf hat. Na gut, leider auch wieder der nächste Pay-Per-View ohne meine Beteiligung. So, schauen wir uns mal News an. Dolph Ziggler hat den verteidigt. Titelrückkampf, okay, da müsste jetzt Charlotte wirklich raus sein. Okay, aber sonst gibt es aber auch keine weiteren News. So, nächste Show. Tja, aber ich möchte mal sagen, noch akzeptiere ich das, dass ich keine Pay-Per-View-Matches habe, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe einfach zu viele Rivalitäten hier eingestellt. Sieht man ihn nicht irgendwo hier? Mein Universum. Hier zum Beispiel die Rivalitäten. Braun Strowman, das sind ja die Standard-Rivalitäten, die ich eingestellt hatte. Aber eine fehlt da doch. Eine Rivalität scheint beendet zu sein. Aber hier Braun Strowman gegen Kane, dann geht die denn noch? 4 Wochen? Die müsste dann auch noch 4 Wochen gehen. Aber wenn die dann eben rum sind, dann, ich werde keine Rivalitäten jetzt hier mehr einstellen. In Zukunft wird das dann alles vom Spiel laufen. Also den nächsten Ingame-Monat mit der, das akzeptiere ich nochmal, wenn ich dann auch beim nächsten Pay-Per-View kein Match habe, aber auf jeden Fall. Achso, hier, das soll ich vielleicht gucken. Ha, wir haben eine Rivalität mit AJ Styles. Sehr cool. Da hätte ich mir doch gerne mal ein Match mal hier gehabt. Wie lange geht die? 8 Wochen. Nice. So, hier, wie lange geht die noch? 5 Wochen. 5 Wochen. Hier, ich würde gerne mal so eine Frauenrivalität sehen. Wir NXT. Ah, da gibt es immerhin 2 Zuschauerrivalitäten. 205 Live ist eigentlich mir Jacke wie Hose. Und ja, hier gibt es auch quasi mit 4 Zuschauern. Und unten bahnt sich auch was an. Na gut, dann schauen wir uns mal das Power Ranking an, was sowieso kein Mensch versteht. Aber ich wollte gerade sagen, Shelton Benjamin auf 1, okay, Chad Gable. Das macht meiner Meinung nach Sinn, weil die haben die Titel gewonnen. Sheamus, Titel verteidigt, ist okay. Bobby Roode verstehe ich nicht, weil er hat eigentlich verloren. Jack White. Herzlich willkommen in der Top 5. Cecil, herzlich willkommen in der Top 6. So, dann gehen wir mal runter hier. Habe ich mich jetzt übersehen? Nee. Wo ist denn der Evo? Alter, wo bin ich? Da, auf Platz. Alter Schwede. Also mal 32 Plätze abgestürzt. Hergi ist auch 50 Plätze abgestürzt. Was ist eigentlich mit dem? Den hat man gar nicht gesehen hier die Woche. Wo ist der Valenti? Valenti. Da ist er auf 104. Läuft bei ihm. Ach Gottchen, Leute. Hier sind so viele Leute dabei. So viele Superstars, von denen ich die Namen noch nicht gehört habe. Aber wie gesagt, jetzt habe ich echt keinen Einfluss mehr. Ich will keine dritte Show noch hier erstellen. Das sollte jetzt so okay sein. Wir haben jetzt bei NXT Roster, die sind so groß wie auch die Roster von Raw und SmackDown. Also das sollte jetzt definitiv klar gehen. Und ihr seht ja, wie schnell sich hier auch sowas bilden kann. Unterschiedliche Rivalitäten. So, Kurt Hawkins bleibt auf der 177. Damit ist eine weitere Folge wieder beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Es gab zwar, wie gesagt, kein Match heute, es gab nur eine Promo, aber es ging ja dann doch irgendwie einigermaßen ziemlich lang, habe ich den Eindruck. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, Fragen oder Anregungen. Kommt auf meinem Discord-Channel vorbei, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr euch gerne austauschen wollt. Und momentan richtig viel los hier, sehr, sehr viele Wrestling-Fans. Also ihr könnt, wenn ihr über Wrestling quatschen wollt, auf Discord gerne vorbeischauen. Da wird auf jeden Fall immer ein Gesprächspartner da sein.
Sollt ihr Social Media Accounts irgendwie besitzen, Facebook, Twitter, Instagram, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Accounts mal liken, followen würdet. Der Link auch dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten täglich um 12 Uhr eine neue Folge vom Universe Mode. Wenn ihr neu hier seid und euch hat das Ganze gefallen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, hey, der Evo, das ist ein sympathisches Kerlchen. Das, was der macht, das gefällt mir. Den Weg würde ich gerne mit ihm gehen. Der kriegt jetzt ein Abo von mir. Wäre eine sehr, sehr coole Aktion von euch. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.